So, hallo und herzlich willkommen auf der Oberlausitz. Heute werden wir hier dieses Feld sehen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen hier Raps drauf. Mit meiner guten alten Sämaschine. Ist schon alles eingestellt. Dann schmeißen wir das Maschinchen mal an. Setzen die Saat an und werden heute mal mit dem GPS arbeiten. Oder passt doch schon mal sehr gut. Ein bisschen rüber noch. So. Oh, so. Gut. Dann machen wir das halt wieder aus. An. Und dann fahren wir mal los. Ah, sehr gut. Das andere Feld gestern habe ich schon ausgesät, auch mit Raps. Oh, er wendet aber schön, ohne abzusetzen. Es geht zügig. 324 km/h Geschwindigkeit ist das natürlich sehr schön. Einwandfrei. Oh, das da gefällt mir aber gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Da fahren wir nochmal zurück. Ein bisschen rüber. So, ja. Na, nicht so. So, ja. Ein bisschen steif, der Bruder. So, muss man das HUD nochmal anmachen. Ich muss ein bisschen rüberschieben. So. Und mal den Versatz mal rausmachen. 11,40 m können wir doch eigentlich lassen. Oder? 11,40 m, so. 11,40 m und hier rüber. Warum er jetzt da hingesprungen ist, weiß kein Mensch. Aber es läuft nicht immer alles ohne Probleme. So. HUD wieder aus. Jetzt müsste es klappen. Stopp. Er hat ja schon wieder das hier nicht rausgenommen. Jetzt aber. Ah, jetzt wäre es irgendwie. Cool, diese 11,40 m, das haut ja auch nicht hin. Das ist breiter wie 11,40 m. Die sehen uns schon. Aber ist egal. Ist egal, dann kriegen wir wenigstens alles zugedeckt. Boah, dann kriegen wir das Feld ruckzuck. Ruckzuck fertig. Da braucht man ja nicht mehr vom Gas gehen. Mal von vorne zu.
Prima. Oh ja, da sind wir ja schon fast durch. Speedy Gonzales in den Kurven. So, noch einmal zurück, fertig. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt trotzdem mal ein bisschen langsamer. Weil da diese Kurve. Oh, das passt. Super. Jetzt probieren wir mal unseren Saatgutwagen aus. Könnte man ja theoretisch gleich hier. So, ausschalten, ausschalten, einsteigen, drehen. Dann können wir ja hier lang. Hier aber trotzdem in die Außenansicht. So, das Gerät hat man hier hingestellt. Mal schauen, da fahren wir mal rückwärts ran oder so schräg. Fahren wir mal so ran. Mal schauen, ob die Klappe aufgeht. Nein, geht nicht auf. Ich mach sie mal auf. Von da komme ich nicht. Doch! Hervorragend. Ja, das gefällt mir. Das funktioniert ja richtig gut. Klappen wieder zu. Stellen wir unsere Saat. Maschine wieder hier Platz. Hier ist die Klappe wieder. Ah, ich bin an den Saatdingen vorbeigefahren. Die gehen selber auf. So, stellen wir die wieder hier hin. Oh, ich habe noch. Ha! Ganz vergessen. Ich glaube, das mache ich zuerst. Ich muss noch die Saatgut da wegholen. Ha! Wo ist mein kleiner Bulldog? Da hinten ist er. Die muss ich ja noch wegholen. So, rein mit dir. Abkuppeln. Anschmeißen. So, dann hängen wir mal vorne wieder alles dran, was wir so brauchen. Einmal, zweimal, war sogar noch was drin, ne? Ein bisschen höher mal machen. Gerade. Schauen wir mal, wo stehen wir? Das sieht doch gut aus. Oh ja. Hervorragend, alles eingeladen. Dann würde ich sagen, wir kippen das in den Saatgutbehälter.
Hänger. Oder wie das Ding heißen mag. Schön hoch, so hoch wie es geht. Dann ein bisschen hinten rankommen, weil der ist schräg. So. Noch ein Stück. So. Oh. Oh oh. Ah, es geht. Ganz vorsichtig anticken. So. Dann können wir das hier auch wieder dahin räumen, wo es hingehört. Hier liegt noch Schweinefutter draußen. Oh, ah! Oh, tut mir leid, liebe Hühner. Es gibt Hühnerfrikassee heute Abend. Oh. So. Dann fahren wir die Schaufel hier hin. Dingen stellen wir auch hier davor. Dann können wir den wieder zurück fahren. So. Da haben wir jetzt alle Felder gestellt. Ich guck mal gerade gleich. Ja, so. Motor aus. Mal gerade schauen. Feld 11 habe ich drauf. Gerste. 10 und 9 Raps. In der Wachstumsphase. 3 ist unsere Gerste. Also wird die innerhalb der nächsten, oh, heute Nachmittag, denke ich mal, schon die erste Reifestufe erreicht. Gut. Dann räumen wir jetzt mal unsere Saatmaschine wieder an seine Stelle. Oder wir fahren, ja, die Saatmaschine mal hier hin. Na? Komm, wir mal ein Stück. So, perfekt. Abgekuppelt. Den noch mal waschen. Das sieht ja furchtbar aus. Aha, komm. Aber sie haben uns hier mal so einen modernen Kercher geleistet. Ja. Schön alles sauber machen. Auch hinten, hier die Räder. Oh, yes, das machen wir. Scheiben sauber machen. Da könnt ihr fast gar nicht mehr rausgucken. So, sauber. Schauen wir mal rein. Oh, man kann wieder durch die Scheiben gucken. Das ist aber toll. So, dann fahren wir wieder hier durch. Das heißt hier. Oder, Moment, wir fahren, oh, hier rein. Hier steht ja unser Mähdrescher und der Flug. Und wir stellen den Bulldog einfach hier noch wieder. So. Dann kommen wir hier neben dem Flug. Einigermaßen gerade, so ungefähr. So, aus. Gut. Das war's für heute. Und in der nächsten Folge werden wir unsere große Wiese düngen.
Also dann, bis demnächst. Ciao.